52.000 Frauen sind Opfer von Sexualdelikten in diesem Land geworden, seit 2017 mit mindestens einem Zuwanderer als Tatverdächtigen. Das belegen jetzt offizielle Zahlen von dem Bundestagsabgeordneten Christoph de Vries. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ein ernstes Thema, ein wichtiges Thema. Es sind immer wieder die Frauen in unserer Gesellschaft, die Opfer werden, vor allem Opfer von sexualisierter Gewalt und von Gewaltverbrechen. Ihr wisst ja, alle 3 Tage gibt es in Berlin eine Gruppenvergewaltigung. Über 100 Stück letztes Jahr alleine. 54% der Tatverdächtigen in Berlin haben keinen deutschen Pass. Dazu kommen diejenigen, die mindestens einen deutschen Pass, aber auch noch einen weiteren haben. Jetzt gibt es hier neue Zahlen. Der Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries, er ist von der CDU, er gehört also der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag an. Er hat hier auf Grundlage von diversen Anfragen an die Bundesregierung die Zahlen zusammengetragen und hat jetzt hier sich einen Überblick verschafft über die vielen Opfer, die wir seit 2017 zu beklagen haben. Es geht hier um 52.000 aufgeklärte Fälle, in denen Menschen Opfer von sexuellem Missbrauch, von Übergriffen, von Nötigung oder Vergewaltigung mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer geworden sind. Das sind harte Fakten. Die Zahlen stammen, wie gesagt, aus Antworten der Bundesregierung und aus Auswertungen des Bundeskriminalamtes. Es gibt Tätergruppen, die sind hier ganz deutlich überrepräsentiert, aber man sieht auch anhand des zeitlichen Jahresverlaufes, ich blende euch mal die Grafik ein, die Fälle, bei denen Personen Opfer der sexuellen Missbrauchs, sexuellen Übergriffs oder Vergewaltigung von tatverdächtigen Zuwanderern wurden, ein krasser Anstieg von 2017 auf 2018, dann nimmt es eine leichte Erholung. Und dann steigt es doch wieder an. Man sieht ganz klar, wo Corona zwischendrin lag, wo weniger Menschen kamen, wo weniger öffentliches Leben stattgefunden hat. Und es ist ganz klar, dass hier die Deliktszahlen teilweise um über 70% je nach Deliktsbereich gestiegen sind. Es gibt hier einen ganz klaren Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Sexualdelikte und der Entwicklung der Asylmigration in Deutschland. Es ist vor allem unverkennbar, aus welchen Ländern die Täter stammen. Es sind meist die arabischen Länder, Syrien, Afghanistan und Irak. Und wir reden hier nur von aufgeklärten Fällen. Also das sind keine mutmaßlichen, sondern das sind alles aufgeklärte, vollendete Ermittlungen. Also die Ergebnisse sind da und da kann man viel drum herum reden. Hier sehen wir die Top-Herkunftsländer bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung letztes Jahr. Wie ihr sehen könnt, krass überrepräsentiert Syrien, dann Afghanistan, dann Irak, dann die Ukraine und dann ist es schon ein sehr kleiner Randbereich, der hier betroffen ist. Es gibt sie täglich, diese schweren Verbrechen. Jetzt gibt es allerdings hier einen Statistikbereich, der nennt sich Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall einschließlich Todesfolge. Also wir reden hier über Opfer, die das Ganze nicht überlebt haben. Es sind inzwischen mehr als 1.000 Frauen pro Jahr, die Opfer von sexueller Gewalt, Nötigung, Übergriffen oder Vergewaltigung werden und das am Ende nicht überleben. Und das sind die offiziellen Zahlen der Bundesregierung zu aufgeklärten Fällen. Die nicht aufgeklärten kommen dazu, plus die Dunkelziffer, die nicht mal angezeigt wird, die kommt ebenfalls dazu. 2017 waren es erst 1.096 Frauen oder weibliche Opfer, die hier zu Tode gekommen sind. 2022 waren es schon 1.398. Überall steigende Tendenz. Und wer erinnert sich nicht an letztes Jahr im Sommer? Die Vergewaltigung in Berlin, Schlachtensee, auf der Badewiese wurde eine 14-Jährige missbraucht. Die Täter, der Friseur Mehmet, 19, der Mittäter Islam, 18. Es gibt sie zuhauf, zu Dutzenden diese Fälle. Und es ist ein offenes Geheimnis, sagt hier der Bundestagsabgeordnete der Union, Zitat, es ist ein offenes Geheimnis, dass Frauen in patriarchalisch geprägten arabischen Gesellschaften religiös und kulturell bedingt als minderwertig betrachtet werden und alles andere als gleichberechtigt sind. Zitat Ende. Das Interessante ist jedoch,
In einer Antwort, die der Bundestagsabgeordnete von der Bundesregierung erhalten hat, heißt es wörtlich, konkrete Maßnahmen im Bereich Sexualdelikte im Kontext Zuwanderung sind nicht geplant. Sie lassen unsere Frauen alleine. Sie lassen sie tagtäglich alleine in diesem Kampf hier mit den Zugewanderten, beziehungsweise sie haben überhaupt kein Verständnis dafür, in welcher Angst die Frauen in diesem Land leben. Aber sie machen einfach so weiter mit dem Kopf durch die Wand. Denn wie sagt der Unionsabgeordnete hier, Zitat, wenn die Erkenntnis ist, dass junge männliche Flüchtlinge überdurchschnittlich häufig unter den Sexualstraftätern zu finden sind, dann muss die Bundesregierung genau dort ansetzen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Ampel ist an dieser Stelle völlig planlos und untätig. Zitat Ende. Das ist Deutschland 2024. Das ist die Realität. Es gibt hier die ganzen Zahlen von Herrn de Vries auch zum Nachlesen. Aber die Bundesregierung plant keine Maßnahmen. Ja, es ist also, was soll man dazu noch sagen? Da fällt einem nichts mehr ein, außer Deutschland hat fertig. Vor allem Olaf hat fertig, es hat ihm nur noch keiner gesagt. Jetzt wollen sie über den Haushalt sich irgendwie da noch hinbiegen. Sie sollen einfach alles stehen und liegen lassen und sollen verschwinden und damit Schaden vom deutschen Volke abwenden, wenn man denn noch was abwenden kann. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wir haben hier harte Zahlen zu 52.000 weiblichen Opfern im Kontext der Zuwanderung, von denen es viele, viele nicht gegeben hätte, wenn man 2015 anders entschieden hätte. Wie hat Viktor Orban gesagt? Die Deutschen sollen mal machen und wenn sie in 10, 15 Jahren der Meinung sind, dass das gut war, kann Ungarn immer noch hinterherziehen, was dieses Thema angeht. Und er sagte die Woche, er erkennt Deutschland nicht wieder, aber viele in Deutschland wollen sich einreden, dass wir keine Probleme haben. Viele wollen sagen, ja, aber wir brauchen die Zuwanderung und dann sollen sie mir mal zeigen, wo die ganzen Fachkräfte sind. Die sind nicht da. Denn die Fachkräfte, die zu uns kommen wollen, denen legt man Steine in den Weg. Fachkräftezuwanderung bedeutet zugesagte Arbeitsstelle, unterschriebener Arbeitsvertrag und so weiter. Das sind alles Dinge, die sind bei Asylbewerbern, die einfach über die Grenze laufen, gar nicht notwendig. Deswegen ist dieses Thema, wir brauchen Fachkräftezuwanderung, ja, aber solange wir jeden hier reinlassen, ist diese Diskussion völlig, völlig Banane. Also wirklich völlig Banane. Wenn ich in meinem Geschäft an der Kasse niemanden sitzen habe und jeder läuft hinaus, ohne zu bezahlen, bringt es auch nichts, ein super Angebot zu haben, was jeder kaufen würde, wenn eh keiner bezahlen geht. Ist zwar ein schlechter Vergleich jetzt, aber ich wollte noch einen bringen. Schreib mir einen Kommentar unter dieses Video, abonniere den Kanal, abonniere Telegram und teile das Video mit allen, die glauben, dass es immer noch kein Problem in unserem Land gibt. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Das sind aufgeklärte Sexualdelikte. Das sind keine Mutmaßungen. Das sind festgestellte Tatsachen. Das sind einfach ausgewertete Ermittlungsergebnisse. So schlimm ist die Lage. Kann sich keiner mehr rausreden. Er hatte es nicht gewusst. Damit bis bald.